Herzlich willkommen von der Baustelle. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding wieder die Wunschgeschwindigkeit einstellen. Ja, diese Frage, die 56% Frage, wird uns die nächste Zeit begleiten, denn wir hatten gehofft, dass wir ohne diese Frage auskommen könnten, aber das geht wohl nicht, denn wenn wir den Leuten die guten Reformen schildern, zum Beispiel, dass endlich mein Hausarzt belohnt werden soll, wenn er mit einem faszinierenden, kostenlosen Freizeit- und Wochenendangebot hilft, dass ich niemals Krebs und Herzinfarkt nach Möglichkeit bekomme, dann wühlt es in den Köpfen und die vorteilbringenden Irrtümer der entweder eigenen Sparten oder die vorteilbringenden Irrtümer, die als parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes die Gehirne vernebelt haben, die wühlen und dann denkt man, man könnte mit und kommt man wieder auf unbrauchbare Reformkonzepte sozusagen. Deswegen immer diese Schlüsselfrage in jeder Talkshow, in jeder Situation. Sind meine Reformkonzepte Folge von Irrtümern, von eventuell auch vorteilbringenden Irrtümern, auch von Sparten der Gesellschaft, besonders auch meiner eigenen Sparte? Also diese Frage wird uns die ganze Zeit begleiten. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis zwischendurch. Hier finden Sie also ganz schnell auf der Homepage nextscientistforfuture.de finden Sie hier unter dem Link Live-Ticker Wahlen mittlerweile einen Kurzlink hier. Da können Sie ganz schnell auf die wichtigsten Sendungen kommen. Ich gehe nochmal zurück. Wichtigste Sendung, C-Ausschuss, KenFM, Kai Stut. Ja, da können Sie die so schnellstmöglich finden. Na, ich rück das mal in die Mitte hier so. Und da finden Sie den Auftritt Next Scientists for Future vor dem Corona-Ausschuss. Sie müssen immer gucken, was gerade der Zensur anheimgefallen ist und was noch übrig geblieben ist. KenFM-Sendung, ich denke, da ist auch noch genügend übrig geblieben. Ja, und hier Kai Stut-Auftritt, der jetzt gerade wieder einen Talk mit Professor Sucharit Bhakti veröffentlicht hat. Sozusagen finden Sie wichtige Sachen, dann haben Sie ein Bild von der einzigen Sache, die Ihnen helfen kann, 56% der WählerInnenstimmen erreichen zu können. Stattdessen haben sich bis jetzt die Parteien offensichtlich alle immer wieder entschieden, auf die vorteilbringenden Irrtümer, die parasitären Meme, die Killerviren des Geistes, die Manipulationen der gesellschaftlichen Sparten in den Köpfen sozusagen zu hören und besonders auch von den eigenen Sparten. Ja, das heißt, zum Beispiel bei die Basis sind offensichtlich einige Heilpraktiker Mitglied geworden, die jetzt natürlich sich auf Kosten der Wählerinnen gerne finanziell bereichern möchten, ohne es zu merken, weil sie einfach ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer, ihre eigenen Sparte glauben, nämlich als ob die Welt besser würde, wenn die Wählerinnen neben der finanziellen Ausschlachtung durch die Schulmediziner jetzt auch noch finanziell ausgeschlachtet werden können durch die Heilpraktiker, wobei die Grundstruktur des Bezahlungssystems, solange es nicht geändert ist, darauf hinauslaufen wird, dass auch die Heilpraktiker einfach auch Wege evoluiert haben und weiterentwickeln werden, wie sie wieder Ihnen, liebe Wählerinnen, möglichst viel Geld aus der Tasche ziehen können, bei möglichst geringem Gesundheitsnutzen. Denn wenn Sie alle gesund würden, dann würde nach dem jetzigen Bezahlungsschlüssel weder ein Heilpraktiker
noch ein Haus, ein Schulmediziner überleben können wirtschaftlich. Also Heilpraktiker sind auch nur Personen, die zwar etwas naturnäher orientiert sind und nicht ganz so krasse Fehler machen wie die und Irrtümer drauf haben wie die Schulmediziner, aber sie sind auch schädlich in der jetzigen Form für Sie, liebe Wählerinnen. Und eine Partei, die den Wählerinnen ein so quasi ein schädliches Reformkonzept anbietet, wird natürlich von den Wählerinnen wahrscheinlich entsprechend abgestraft werden. Ja? Schluck Wasser. Jetzt verlese ich aber erst einmal meine Kärtchen hier und meine Texte. Also. Und dazu mache ich mal das entsprechende Bild auf. Heute sehr wichtiges Bild erstmal hier. Das wird uns in Zukunft immer wieder begleiten. Die Weltkugel oder auch der Kuchen, an dem alle Sparten der Gesellschaft versuchen zu fressen. Im Moment frisst mit großem Munde die Gesundheitssparten. Fressen an Ihnen, liebe Wählerinnen, und versuchen von diesem Kuchen immer mehr zu fressen und so weiter und glauben dabei selber ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer. Und ja, das ist das Gefährliche an Sparten. Die sind im Prinzip dabei in der Lage, den ganzen Staat alles zu ruinieren. Hauptsache, sie selber bereichern sich entsprechend. Und das sind nicht bewusste Prozesse. Denn bewusste Prozesse würde ja bedeuten, dass es sich um bewusste Betrüger und Lügner handeln würde, also um Verbrecher. Ja? Aber das glauben wir Naturwissenschaftler nicht. Wir glauben, dass diese Menschen einfach ihre vorteilbringenden Irrtümer ihrer eigenen Sparte glauben. Und deswegen wirklich denken, wirklich glauben, dass ihre Sichtweise, dass Viren, Mikroorganismen und so weiter wahnsinnig gefährlich seien und krankmachende Ernährung, krankmachende Lebensumstände sozusagen gar keine Rolle spielen und so weiter. Und dass auch die Menschheit eigentlich nur überleben kann, wenn sie ständig medizinische Leistungen kauft, wie zum Beispiel Impfungen, Tests, Masken und so weiter. Das heißt also, die glauben ihre vorteilbringenden Irrtümer selber und als Industrie sozusagen haben sie natürlich jetzt mit diesen vorteilbringenden Irrtümern die idealen Mittel gefunden, sozusagen riesige Stücke jetzt aus der Gesellschaft, aus dem Kuchen, der Gesamtkuchen der Gesellschaft herauszubeißen und sich total zu bereichern auf Kosten von Ihnen, liebe Wählerinnen. Ja? Ja, und jetzt ist sozusagen so, dass sich jeder, der in der Partei eigentlich sollte nur reingehen, wer wirklich die Frage wirklich vor sich selbst besteht. Besteht mein Weltbild eventuell nur aus Irrtümern oder aus vorteilbringenden Irrtümern, besonders meiner eigenen Sparte? Will ich das überhaupt wissen? Ja? Vielleicht geht es nicht ohne Selbsterkenntnis. Vielleicht kann man Politik für Menschen, für die Wählerinnen gar nicht machen, wenn man diese Selbsterkenntnisfähigkeiten nicht hat, sich selber auf die eigenen Irrtümer und vorteilbringenden Irrtümer von fremden Sparten, besonders aber der eigenen Sparte, zu hinterfragen. Wenn man das nicht kann, sollte man die Finger von der Politik machen, weil man dann ja wieder ein politisches Programm befürwortet, das wieder den Sparten der Gesellschaft dient und deren Bereicherung auf Kosten der Gesellschaft, ja, hier
Hier unten sind ja die mächtigen Sozialsparten und inklusive NGOs und Arbeitsamtmitarbeiter, die sich daran dadurch bereichern, dass sie sozusagen vorteilbringende Irrtümer ausstreuen, die dazu führen, dass es Massen an Langzeitarbeitslosen gibt und Massen an Sozialfällen in aller Welt, Sozialfälle und hungernde und leidende Menschen in aller Welt gibt, die darauf hinwirken, damit sie selbst Spenden kassieren können, Karrieremöglichkeiten haben können und das alles ohne Bewusstsein. Nicht bewusste Prozesse, die, wenn einmal ein vorteilbringender Irrtum entwickelt und geglaubt worden ist, dann ist das Handeln, das daraus resultiert, schädlich für den Rest der Gesellschaft, für Sie, liebe Wählerin, aber ohne böse Absicht, sondern eben nicht bewusste Prozesse sind das, was unser Leben zerstört. Und damit meine ich nicht unbewusste oder unterbewusste Prozesse. Diese Sachen gibt es gar nicht. Es gibt weder das Verdrängte, noch das Unbewusste, noch das Unterbewusste, sondern es gibt nur das Nichtbewusste. Nämlich, wenn ich einen vorteilbringenden Irrtum glaube, richte ich gewaltige Schäden in der Gesellschaft an, bin mir aber keiner Schuld bewusst. Und diese Nichtbewusstheit ist die einzige Begrifflichkeit, die in der Psychologie, in der Psychobiologie, in der Biopsychologie Bestand hat, sozusagen. Ja. Ja, und vielleicht ist es so, dass wir den Fehler gemacht haben, dass wir gehofft haben, dass es wie bei den Wählern ablaufen würde, dass die Qualität unserer Reformen an sich überzeugt. Aber wenn die Parteien voll sind von Menschen, sozusagen, die selbst voll sind von vorteilbringenden Irrtümern fremder Sparten, aber auch ihrer eigenen Sparten, also wenn die Parteimitglieder selbst hundertprozentig durchmanipulierte Menschen sind, dann klappt das nicht mit der Überzeugungskraft der Reformen an sich. Das heißt, in den Parteien haben wir ein Übergewicht an interessierten Personen, die oft auch ganz viele vorteilbringende Irrtümer der eigenen Sparten mit sich tragen und deswegen dann sich dann ein Parteiprogramm konsensieren, das eben sozusagen den Wählerinnen schadet und deswegen dann auch nicht gewählt werden wird, weil die Wählerinnen so ein bisschen schon auch in der Lage sind zu spüren, ob ihnen etwas schadet oder nicht. Ja, ein bisschen können das die Wählerinnen durchaus noch spüren, trotz aller Manipuliertheit, ne? Trotz all der vorteilbringenden Irrtümer in all unseren Köpfen, ne? Ja, jetzt sind wir haben halt diese Invasion, die in den letzten 400.000 Jahren die Invasion der vorteilbringenden Irrtümer der Sparten zugelassen, weil wir keine starken positiven Anreize gesetzt haben, die das unterbunden hätten. Und jetzt ist es unheimlich schwierig, weil jetzt müssen wir den Weg der Selbsterkenntnis gehen. Wir müssen also die Psychobiologie, die VIAT, die vorteilbringende Irrtümerabbautherapie machen und müssen also alle Gesprächspartner immer wieder fragen, sozusagen, ja, sozusagen, ist mein eigenes Weltbild und ist Ihr eigenes Weltbild voll von Irrtümern, vorteilbringenden Irrtümern verschiedenster Sparten, besonders auch der eigenen. Das ist die Gretchenfrage und die entscheidet darüber, ob man 56% kriegen kann oder 0,56% kriegen kann, was ich ja ungefähr für Sachsen-Anhalt erwarte bei der Landtagswahl. Denn die Basis macht sich bei den Wählern im Moment mit allen Mitteln unwählbar und diese Mittel heißen vorteilbringende Irrtümer, führen zu wählerinnenfeindlichen Reformkonzepten. Ja, das ist das Dilemma. Ja, also
Immer müssen sich die Politiker fragen, die Parteimitglieder fragen, sind meine Reformkonzepte die Folge von vorteilbringenden Irrtümern oder sonstigen Irrtümern? Besonders auch den vorteilbringenden Irrtümern der eigenen Sparte, der ich selber angehöre und wo ich quasi argumentiere in Profitmöglichkeiten meiner eigenen Sparte hinein. Ich argumentiere mir also in den eigenen Geldbeutel hinein als Parteimitglied. Und das sollte, und jeder sollte sich den Abstimmungen enthalten, der betroffen ist selber, denn sozusagen die Gefahr, dass in der Partei sozusagen ja dann Böcke zu Gärtnern gemacht werden, das heißt Leute, die selbst von einer Reform profitieren werden, dass die mit abstimmen, mindestens das sollte sofort Standard werden, dass man sich sagt, hier hoppla, du würdest ja finanziell profitieren, zum Beispiel an der Zulassung der Heilpraktiker zu den Krankenkassen, ja, für alle Heilpraktiker zu den Krankenkassen. Du bist selber Heilpraktiker, du solltest dich enthalten bei diesen Abstimmungen, denn es sozusagen, es macht ja keinen Sinn, wenn du etwas befürwortest, was deiner eigenen Sparte und damit dir selber unmittelbar neue Gelder verschafft, ja? Ja. So, und dann das Thema, sozusagen, gehe ich mal auf das andere Thema hier. Es war gerade eine Sendung über die Schweiz veröffentlicht worden, ja. Und die Schweizer, die haben deutlich mehr Demokratie als wir und sind also der Basisdemokratie näher, aber das System ist doch sehr kompliziert. Die Sendung kann man auf den besten Sendern News und Talks für Playlist 6 am Ende, ein reiner Playlist-Sender mit den besten Sendungen des Fernsehens generell, kann man schauen. Also die Schweiz ist auch hochkompliziert, das System. Und auch das hier, dieses 6 Kettenglieder der Machtbegrenzungskette der Next Scientist for Future, das sind 6 Vorschläge, aber auch die sind natürlich dann kompliziert, wenn man wirklich, also sozusagen. Und das Schöne ist, man könnte mit einem einzigen Punkt, mit der Wohlfühlstimme alleine, alle Probleme auf einmal lösen und könnte all diese komplizierteren Techniken der Herstellung einer echten Basisdemokratie überflüssig machen. Und ganz einfach, die Wohlfühlstimme würde uns alle Probleme lösen. Deswegen plädiere ich heute nochmal dafür, weil einfach sozusagen, es gibt dabei nur eine Gefahr. Und zwar das Konzept des größten anzunehmenden Verbrechers. Also Sie kennen das Konzept des Gauss von der Atomenergie. Der größte anzunehmende Unfall, der größte anzunehmende Reaktorunfall und so weiter, der GAU. Und für uns ist wichtig der GAV, also der größte anzunehmende Verbrecher. Ja? Also was wäre, wenn ein Arzt sich entscheiden würde, trotz Androhung von 15 Jahren Gefängnis, lebenslänglichem Gefängnis, seine Patienten auf irgendeine versteckte Weise unter Drogen zu setzen, damit sie bessere Wohlfühlstimmen abgeben und damit er dann so lange, bis die Schäden, diese Drogen sich als schädlich herausstellen, so lange sozusagen die Ranglisten anzuführen, viel Geld zu verdienen, viele Verdienstzuschüsse zu bekommen und sich dann als Verbrecher, bevor die Schäden sichtbar wären, seiner heimlichen Drogenverabreichung, dann ins Ausland zu flüchten und dort seine Gelder mitzunehmen und dann sozusagen seine Beute zu feiern, sozusagen. Ja? Genauso beim Lebensmittelhändler, stellen wir uns vor, der würde überall
Der Supermarktleiter würde überall also da Drogen hineintun oder auch die Hersteller würden Drogen hineintun, auch wenn die Strafe dafür lebenslänglich Gefängnis wäre, ja? Die größten anzunehmenden Verbrecher sozusagen, ja? Und da hatten wir ja das Konzept gehabt, dass wir bei allen, die in den oberen Ranglistenpositionen sind, dann eben Tests auf Drogen und versteckte Drogen in den Kunden machen, sozusagen. Gerade in den Kunden, die zum Beispiel positive Entwicklungen der Wohlfühlstimmen aufweisen in der letzten Zeit, dass man da dann stichprobenartig Drogentests macht und so weiter, um dann eben zu sehen, aha, um diese Verbrecher auffliegen zu lassen. Ein anderes Konzept könnte sein, also das Wichtigste ist, dass die Next Scientists for Future das Problem kennen und schon immer kennen und darüber mit verschiedensten Techniken, über verschiedenste Techniken nachdenken können, wie man dieses Drogeneinschleuseproblem kontern kann. In der Praxis wird das sowieso, erstens, niemand wird riskieren, lebenslänglich ins Gefängnis zu gehen, wenn er auffliegt. Wenn das alle im Blick haben, dieses Thema verstecktes Verabreichen von Drogen, ja, das ist ja ein Schwerstverbrechen. Also, das ist ja eben auf der gleichen Stelle wie Mord, ja. Und denn die Folgen dieses Verabreichens von Drogen sind ja dann irgendwann vorzeitiger Tod, ne? Ja. Ja, also zum Beispiel könnte man es so machen, dass sobald ein Arzt ein Medikament erwägt, das dann mit einem roten Punkt versehen ist, weil es irgendwelch einen stimmungsaufhellenden Anteil enthält, wie zum Beispiel Grippemedikamente. Schlichte Grippemedikamente beinhalten zum Beispiel stimmungsaufhellende Aspekte und die werden dann mit einem roten Punkt, Warnpunkt, mit einer roten Ampel sozusagen versehen. Und dann muss er diesen Patienten sozusagen zum Gesundheitsamt schicken und die machen das dann. Und die haben keinerlei Verdienstchancen und Bereicherungschancen als Beamte sozusagen, wenn sie jetzt diesen Leuten tatsächlich stimmungsaufhellende Medikamente geben. Und für diese Zeit wird dann die Wohlfühlstimme für den Hausarzt, für das Hausarztteam nicht gewertet, sodass also diese Empfehlung jetzt auf sozusagen stimmungsaufhellende Medikamente zurückzugreifen, dann zu keinem Zusatzprofiten führen kann und dadurch werden die Ärzte dann sehr gewissenhaft ihre Entscheidung abwägen, weil sie sozusagen für die Entscheidung sozusagen, dass hier jetzt eine stimmungsaufhellende Medikation stattfinden soll, eher Geld verlieren können, nur als Ge Geld, auf jeden Fall kein Geld gewinnen können durch solch eine potenzielle Manipulation von Wohlfühlstimmen sozusagen, die darin steckt. Ja? Also dieses Konzept des größten anzunehmenden Verbrechers ist etwas, was für uns Standard ist. Dem haben wir jetzt den Namen gegeben. Das Konzept des größten anzunehmenden Verbrechers. Ich zeige Ihnen das, damit Sie das sich dort nochmal lesen können. Also, die Wohlfühlstimme ersetzt uns die ganzen Kompliziertheiten einer Schweiz, die macht uns alles viel einfacher, kostet viel weniger Zeit. Wir müssen nur das machen, dass die Bundesländer, die 16 Bundesländer, von uns aus könnte man die auch auf 8 Bundesländer reduzieren, zusammenschließen, Bundesländer, aber wir brauchen miteinander in Wettbewerb stehende Bundesländer, die als eigenmächtige Staaten gedacht sind, damit die Ministerpräsidenten sozusagen in den Wettbewerb stehen. Also die Hauptpolitik ist dann die Politik der Ministerpräsidenten, die mit der Ministerpräsidentinnen, die alles dafür tun, dass das Wohlfühlen
der Bürgerinnen, also damit auch die Gesundheit und die Langlebigkeit und teilweise auch der Wohlstand der Wählerinnen maximal gesteigert wird. Ja, so, wir haben ja in Deutschland das Phänomen, dass etwa nur etwas mehr als die Hälfte aller Bürgerinnen oder aller Bewohner eines Bundeslandes auch tatsächlich zur Wahl geht. Wahrscheinlich wird damit auch nur etwas mehr als die Hälfte an den Wohlfühlstimmen teilnehmen, vielleicht sogar deutlich noch mehr, aber das wird man sehen. Und dann über die Wohlfühlstimmen kommt alles zum Guten, weil die Politiker genau wissen, ich werde nie mehr wiedergewählt. Meine Partei wird auch in keinem anderen Bundesland mehr wiedergewählt, wenn ich jetzt nicht extrem gute Entwicklungen bei den Wohlfühlstimmen meiner WählerInnen erzeuge als Ministerpräsidentin, ja? Und dadurch haben wir alles gelöst, denn wenn dann auch die Medien nur noch dann Verdienstzuschüsse kriegen, wenn die Wohlfühlstimmen der regelmäßigen Konsumenten ihrer Medien bessere Wohlfühlstimmen nach und nach entwickeln, dann werden diese Medien automatisch sozusagen absolut menschenfreundliche Wahrheiten, hilfreiche, nützliche Wahrheiten den Wählerinnen berichten, damit die dann davon profitieren können und bessere Wohlfühlstimmen abgeben. Also die Wohlfühlstimme ist wirklich der Passepartout, der Schlüssel, der für alles passt. Mit einer einzigen Reform hätten wir eine echte Basisdemokratie durch und durch, ja? Ja, nochmal die Erinnerung dran. Wir gehen nochmal zurück auf das andere Thema. Wer die vorteilbringenden Irrtümer seiner eigenen Sparte nicht sehen kann, sollte nicht Politik machen. Ja, das ist der Fehler, den im Moment alle Neuparteien machen. Die Leute sind nicht in der Lage. Ja. Ja, einzelne Sachfragen per Volksentscheiden. Und wie gesagt, wir empfehlen die Diskussion hier über die Volksentscheide und die ihnen zugrunde liegenden Volksentscheid-Wahlprogramme. Man kann das alles so machen. Man kann sich aber all den Aufwand der fünf anderen Punkte sparen, indem man nur einen macht, die Wohlfühlstimme. Damit hat man quasi einen ständigen Volksentscheid. Tut mir das Handeln der Politik gut oder schadet es mir? Und dann sieht jeder Wähler, aha, was weiß ich, in Baden-Württemberg regieren die Grünen mit der CDU. Den Wählerinnen geht es dort zunehmend schlechter, die Wohlfühlstimmen entwickeln sich eher negativ, also wähle ich auch in meinem Bundesland eben nicht die Grünen und nicht die CDU, denn die haben ja ihre Chance in Baden-Württemberg gehabt, zu zeigen, was sie können. Dadurch werden die Parteien also immer ihre besten Leute in die Bundesländer entsenden, wo sie auch tatsächlich regieren. Ja, und dann haben wir sozusagen immer den Vergleich und immer die Transparenz. 16 Bundesländer oder nur noch 8, das können Sie alle, darüber könnte man Volksentscheide machen. Aber wir brauchen eine genügende Anzahl von miteinander in Wettbewerb stehenden Bundesländern, in denen verschiedene Parteien idealerweise regieren, sozusagen, und dann die Wählerinnen sehen, aha, wird die Partei zum Beispiel von, sagen wir, von SPD, Linke und Grüne regiert und entwickeln sich da wider Erwarten tatsächlich alle Wohlfühlstimmen positiv, sozusagen im Durchschnitt positiv und positiver als in anderen Bundesländern, ja, dann wird jeder vernünftige Wähler in seinem Bundesland in Zukunft und auch bei allen
wie sagt man, Kommunalwahlen eben die Kombination irgendwas daraus von Linke, SPD und Grüne wählen, ne? Und dann haben wir eine perfekte Basisdemokratie, ja? Denn die Kontrolle am Endergebnis, was kommt bei den Wählerinnen an als Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit, ja? Und natürlich müssen wir dann, wenn wir alles auf die Wohlfühlstimme konzentrieren und uns die anderen fünf Elemente der Basisdemokratie einsparen, dann müssen wir natürlich an so Dinge denken, nicht, dass ein Ministerpräsident zum Beispiel sein das Leitungswasser. Wir müssen immer an das Konzept des größten anzunehmenden Verbrechers denken, nicht, dass ein Ministerpräsident sozusagen das Wasser mit Drogen versehen lässt. Natürlich würden alle beteiligten Personen an einer solchen Drogenvergiftung der Bevölkerung würden natürlich alle lebenslänglich ins Gefängnis landen, sobald das nur auch nur irgendwie entdeckt wird. Ja, und natürlich würde man stichprobenartig immer wieder das Wasser untersuchen auf versteckte, stimmungsaufhellende Drogen, denn die schlagen sich ja natürlich in den Wohlfühlstimmen nieder, so lange bis die Schäden durch diese Drogen so groß werden, dass die Wohlfühlstimmen dann wieder drastisch in den Keller gehen. Ne? Aber wie gesagt, wir müssen immer an das Konzept des größten anzunehmenden Verbrechers, des GAFs, denken, zusätzlich zu dem Konzept des GAUs. Ja? Der größte anzunehmende Verbrecher, was würde der tun, um sich Wohlfühlstimmen zu erschleichen? Ja, wir müssen auch an das GAF-Konzept denken. Wie könnte dann jemand den Bundeswahlleiter und die Landeswahlleiter bestechen dazu, dass die auch wieder ein Risiko eingehen, wodurch sie dann zwar auch wieder lebenslänglich im Gefängnis landen würden, wenn das rauskommt. Aber ja, wir müssen immer darüber nachdenken und dagegen Sicherheitsmechanismen einschalten. Ich persönlich glaube, dass keiner es wagen wird, bei dieser Aufmerksamkeit, die wir auf das Konzept des größten anzunehmenden Verbrechers legen, ich glaube, dass nicht einer in Deutschland wagen wird, irgendwelchen Leuten versteckt Drogen zu verabreichen. Ja, weil die Strafen und die Aufdeckungsmechanismen so stark sind, kein Mensch wird sich das trauen. Also ich sehe da eigentlich überhaupt keine Gefahr. Weil Gefahr erkannt, Gefahr bekannt. Ja. Ja, also ich Sie sehen, ich plädiere, aber wir haben überhaupt kein Problem, wenn Sie, liebe Wählerinnen, sagen, wir wollen lieber alle sechs Kettenglieder implementieren. Wir wollen dieses Mehr an Zeitaufwand gerne opfern, um dann wirklich eine absolut sichere Basisdemokratie zu haben, so dass wir Wählerinnen, Sie, liebe Wählerinnen, wirklich immer das Heft in der Hand behalten und alles ihnen dienen muss. Alle Konzerne, alle Unternehmen, alle Politiker, alle Medien, alle ihnen dienen müssen und ihr Wohlfühlen, ihre Gesundheit, ihre Langlebigkeit und ihren Wohlstand, auch alle Behörden mehren müssen. Und damit bin ich wieder bei den Sparten, also alle Sparten der Gesellschaft, nicht nur die wirtschaftlichen Sparten, sondern alle Sparten der Gesellschaft, Behörden und was auch immer, die gefährlichen Sozialsparten, die gefährlichen Gesundheitssparten, die gefährlichen Rüstungssparten, die gefährlichen innere Sicherheitssparten, die alle Sparten der Gesellschaft, alle Behörden und so weiter, alle dürfen nur noch dann positive Anreize bekommen, starke positive Anreize, wenn sie ihr Wohlfühlen, ihre Gesundheit, ihre Langlebigkeit und ihren Wohlstand bestmöglich befördert und gefördert haben. Ja, und was machen die Neuparteien stattdessen? Sie machen Politik für Sparten. Sie machen Reformkonzepte. Da sind so viele Leute dabei, die so voll sind, deren Gehirne so voll sind von diesen manipulativen, vorteilbringenden Irrtümern all dieser Sparten, dass die also quasi Parteiprogramme konsensieren, die absolut schädlich sind für die Wählerinnen, aber für die Sparten Profite bringen.
Anstatt dass man also gelernt hätte daraus, dass die Gesundheitssparte im Moment den halben Kuchen frisst und alle Wählerinnen bettelarm droht zum, also dabei sind, die Wählerinnen alle bettelarm zu machen, nur und die einzigen, die richtig sich bereichert haben, sind dann die Gesundheitssparten am Ende, ja, anstatt dass man das verstanden hätte und dann ausgeweitet hätte und gesehen hätte, ja hoppla, wir müssen bei allen Sparten sehen, dass die alle immer dazu neigen, möglichst große Stücke aus dem Kuchen der Wählerinnen herauszufressen, aus ihrem Geldbeutel, liebe Wählerinnen, herauszubeißen mit allen Mitteln, sozusagen. Und alle Sparten im Blick behalten und müssen auch die vorteilbringenden Irrtümer aller Sparten in den Köpfen unserer Parteimitglieder im Auge behalten. Stattdessen sieht man nur, oh ja, die bösen Gesundheitssparten, sieht aber nicht die bösen Sozialsparten, nicht die bösen Heilpraktikersparten, man sieht nicht die bösen Rüstungssparten, die böseren Sparten innere Sicherheit und die bösen Rechtsanwaltssparten, man sieht nur die eine böse Sparte und hat dann einen blinden Fleck für alles andere. Und so geht's halt leider nicht. Ne? Ja. Ich fordere auf, ach so, dann haben wir noch ein anderes Thema. Ja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, wie ich als Wähler an ein glücklicheres und gesünderes Leben werde kommen können. Entweder es bildet sich eine Mini-Staatenbewegung, also eine Kommunenbewegung, wie es die Bonobo-Schenker-Kommunenbewegung sozusagen versucht, aus meiner Sicht noch nicht sehr erfolgreich, nämlich echte Ministaaten hinzubekommen, die alles berücksichtigen, was für ein glücklicheres, gesünderes, längeres und wohlständigeres, wohlstandshaltigeres Leben wichtig sind. Und das andere ist, dass wir den ganzen Staat über eine Partei dazu machen. Ja, und ja, und dazu fordere ich nochmal auf. Ich fordere auf, andere auf in den Talkshows, die anderen in den Talkshows auf, über meine potenziellen vorteilbringenden Irrtümer meiner eigenen Sparte und aller anderen Sparten uns über sonstige Irrtümer nachzudenken. Also bitte, liebe andere Talkshow-Teilnehmer, versuchen Sie herauszufinden, welche vorteilbringenden Irrtümer meinen Verstand vernebeln. Und das, obwohl wir uns seit Jahrzehnten damit beschäftigen, alle vorteilbringenden Irrtümer nach Möglichkeit rauszuschmeißen. Ja, also, liebe Wählerinnen, ja, also von daher kann ich die heutige kurze wissenschaftliche Tagesschau wieder schließen, indem ich wiederhole, wir müssen jetzt bei jeder Sendung, bei jedem Beratungskontakt immer diese 56%-Frage stellen. Sind meine Reformkonzepte Folge von vorteilbringenden Irrtümern, auch von Sparten, besonders auch meiner eigenen Sparte? Und neige ich als Parteimitglied, also ich bin ja kein Parteimitglied, aber ich als Next Scientist for Future neige ich dazu, falsche, also Irrtumskonzepte zu lehren, weil ich doch noch durchmanipuliert bin, wider Erwarten. Und aber viel wichtiger die Frage auch, sind die Parteimitglieder immer noch durchmanipuliert. Sie sehen ja die letzte Sendung, die, ich glaube, es ist die 836, die läuft ja zurzeit, da hat dieses hochnachdenkliche Parteimitglied von die Basis, ehemaliges Wir 2020 Parteimitglied, sozusagen unsere letzte Talkshow ja resümiert damit, dass sie jetzt nachdenklich geworden ist, wo sie eventuell selbst voll ist mit eigenen
vorteilbringenden Irrtümern ihrer eigenen Sparte und dass sie sich jetzt auch öffnet, darüber nachzudenken, ob sie eventuell auch infiziert ist von den vorteilbringenden Irrtümern, Killerviren des Geistes, parasitären Memen anderer Sparten, die sozusagen sie manipulieren. Ja, und damit haben wir alles Wichtige gemacht. Tschüssi, bis bald.